So Leute, Kartoffeln hab ich da, Hackfleisch hab ich da. Hi Leute, willkommen zum Kochen beim Zahnlosen. Ja, wie gesagt, essen kann ich ja mittlerweile schon einigermaßen ganz gut. Kauen kann ich auch, also ich brauche nichts mehr durch den Wolf drehen. Ich will mir heute Hackbraten. Dazu habe ich jetzt schon mal Spargel mitgebracht beim Einkaufen vorgestern. Und Kartoffelmus will ich machen. Aber zum Hackbraten will ich dazu noch ein bisschen Paprika reinmachen. Habe ich natürlich nicht da. Obst habe ich auch nicht weiter da. Da gehe ich dann sowieso nochmal. Und alles andere haben wir eigentlich da. Ich gehe aber jetzt, wie gesagt, nochmal einkaufen. Und lecker Bier ist auch alle, also ist das schon mal eine Maßnahme, die gemacht werden sollte. Und ganz wichtig, Eier nie vergessen. Habe schon heute früh das Reste rausgenommen. Da haben wir jetzt ein bisschen was geholt. Ah ja, da habe ich dann gedacht. Joghurt. Kaffee. Da ist ein Joghurt aufgegangen, scheiße. Ja, Hackfleisch war gerade im Angebot, da habe ich gleich nochmal welches mitgenommen. Ein paar Gurken. Bei den Polen heißen die Ogurkis. Oh, Gurkis. Die Schlagsahne war offen. Ein Ohrengeist aufzugeben. Lecker Knoblauch. So, haben wir jetzt schon schöne Zwiebel, Paprika, Knoblauch, Pampe. Weiter zum Hackbraten. Nur zwei Eier rein.
Wie ich das letztens schon gesagt habe, ich nehme dann immer gleich die Eier komplett. Viele nehmen auch bloß Eigelb, aber ich finde, das macht geschmacklich keinen großen Unterschied. Und ich finde es Quatsch, das Eigelb wegzuschmeißen, bloß weil du bloß das Eigelb nehmen willst. So, was brauchen wir noch? Den Hackbraten nehme ich meistens noch in zwei Gurken mit rein. Ja, für mehr Hackfleisch kann man auch ein bisschen eine größere Scholle nehmen. Aber das sollte man im Vorjahr schon dran denken. So, Salz und Pfeffer. Auf alle Fälle. Alles andere könnt ihr machen, wie ihr euch das selber wünscht. Und schön mit Semmelmehl verknödeln. Dass das eine schöne zähe Masse wird. So, ein bisschen was hebe ich mir auf extra, dass ich dann noch eine Soße draus machen kann. So, die Butter ist heute wieder ganz schön lustig und ausgelassen. Da kann man sie drüber machen. Wer hat, kann hier auch einen Pinsel nehmen, das macht sich garantiert besser. Auch meine Pinsel sind alle mit Farbe eingesaut. Den kann man in der Zwischenzeit schon mal vorheizen auf 200 Grad ungefähr. Das wird ja viel zu viel, Mensch. Kann man Spargel einfrieren? Oder muss ich den dann eh mal essen, wenn ich den eh mal angematscht habe? Das ist eher das erste Mal, dass ich Spargel mache. Also ich habe hier auch noch keine Erfahrung weiter.
Dann mache ich jetzt gleich die Hälfte und dann die Suppe. Okay, ich habe gerade mal schnell geguckt. Man soll die Spargelschalen auskochen, danach die Brühe durch ein Sieb gießen, dass die Schalen nie weiter verwendet werden. Aber den Sud natürlich weiter verwenden. Spargel 20 Minuten köcheln lassen. So, wollen wir mal kurz hier reingucken. Das sieht eigentlich ganz lecker aus. Sehen, ob das so wird. Ich meine lecker. Jetzt habe ich doch glatt einen Fehler gemacht. Jetzt habe ich den Spargel schon angefangen hier mit zu kochen, aber der muss ja dann für die Suppe, die Hälfte wollte ich die Suppe machen. Ich. Also für die Suppe jetzt schneiden wir den Spargel natürlich eigentlich noch nie gekocht in kleine Stückchen und dann warten bis die Suppe ausgekocht. So, das Hackfleisch kann man gleich abdrehen. Aussehen tut es gut. Und drinnen auch weich. Ja, wir probieren das einfach mal, was das geworden ist hier. So, der Spargel ist weich. Fühlt sich auch weich an, wenn man reinpiekst hier. Ich denke, den kommt. So, wie ich vorhin gesagt habe, die Spargelschalen haben wir jetzt ausgekocht. Jetzt gießen wir das durch den Sieb. So, in den ausgekochten Sud tun wir jetzt den Spargel rein, den wir vorher klein geschnitten haben. Und so kommt der Spargel jetzt zurück auf den Herd. Weiter für die Suppe. Wir nehmen ungefähr 50 Gramm Butter. Die lassen wir zergehen. Dann wird sie mit der gleichen Menge Mehl, naja gut, das könnte gerade nicht reichen, noch angerührt. Ja, in den Buttermehlsud rühre ich jetzt etwas Spargelwasser rein mit, damit ich das besser machen muss. So, Hackbraten war sehr lecker, ist super geworden. Und von allen noch genügend übrig. Ja, außer Spargel halt, den habe ich ja jetzt verbraten, beziehungsweise versuppt. Aber Suppe schmeckt auch lecker, die habe ich noch schnell mit dem Pürierstab klein gemacht. Eins aus Suppe geworden.